Wir haben 1:0 gewonnen hier beim FSV Frankfurt. Zufrieden mit dem Ergebnis, auch zufrieden mit dem Spiel? Auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis. Wir wollten gewinnen, das haben wir gemacht und alles andere ist unwichtig. Ihr wollt es aber wahrscheinlich am Ende nicht mehr so spannend machen, oder? Und hättet lieber wahrscheinlich frühzeitig das zweite Tor erzielt. Ja, wir haben, glaube ich, im ganzen Spielverlauf her die besseren Torchancen gehabt. Hätten wir frühzeitig das 2:0 gemacht, hätten wir, glaube ich, früher Ruhe gehabt. Aber nichtsdestotrotz haben wir mal wieder 2:0 gewonnen. Das ist sehr gut und die 3 Punkte nehmen wir jetzt mit nach Lautern. Du persönlich hast ja besondere Verbindungen hier, dein Bruder spielt beim FSV, dein Vater ist hier der Zeugwart. Wie war das Spiel hier für dich, das Wiederkommen hier nach Hause? Ja, da Lautern nicht weit von Frankfurt ist, bin ich des Öfteren in Frankfurt. Sicherlich ist es schön, wieder in der Heimat zu spielen. Man freut sich auf alte Bekannte, aber ich wusste, wie ich das Spiel einzuordnen habe. Flo 1:0 gewonnen in Frankfurt hier. Wie hast du die Partie erlebt? Ich glaube, es war ein Arbeitssieg. Wir sind hierher gekommen, weil wir 3 Punkte holen, das haben wir geschafft. Es war mit Sicherheit kein schönes Spiel, was teilweise vielleicht auch am Platz lag. Der war nicht im besten Zustand. Trotzdem glaube ich, dass wir hier ganz gut gestanden sind. Ein bisschen Schwierigkeiten hatte, in die Partie reinzukommen, aber uns dann gut gefunden habe. Und letztendlich müssen wir das Spiel früher entscheiden, das 2-3-0 nachlegen, dann haben wir Ruhe zum Schluss. Am Anfang von der Saison haben wir in der Offensive viele Treffer erzielt, aber hinten auch welche bekommen. Jetzt steht die Defensive richtig gut. Zweites Spiel in Folge ohne Gegentor. Wenn jetzt die Offensive auch noch wieder die Form von Anfang hat, wo kommt man dann hin? Ja, dann steigt man auf. Ich glaube, es ist wichtig, dass man im Spiel gerade so ein Gleichgewicht hat. Wenn halt vorne mal nichts klappt, dann müssen wir hinter die Null halten. Und ja, das passt momentan. Wenn mal wieder ein Spiel 4-3 ausgeht, habe ich auch nichts dagegen. Für mich als Abwehrspieler ist natürlich klar, das Ziel, die Null zu halten. Und wie gesagt, momentan ergänzen wir uns da gut, die Offensive und die Defensive.